Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und dieses Video wurde wirklich sehr, sehr oft von euch angefragt. Und ich kriege immer und immer mehr E-Mails, Jule Mensch, von wo ist das, wo habt ihr das, ja das ist ja süß und so weiter und so fort. Und heute ist der Tag der Tage. Ich bin noch ein bisschen verschnupft und erkältet, aber ich denke, ihr werdet mich trotzdem verstehen. Und ich stehe hier im Flur wie bestellt und nicht abgeholt, denn es geht um das Kinderzimmer von Hayley, also die Baby-Kinderzimmer-Room-Tour. Sie ist ja kein Baby mehr. Und vor der Tür geht es nämlich los an ihrem Zimmer. Da werde ich ganz, ganz oft nachgefragt. Haben wir hier diese Hayley-Buchstaben. Das sind normalerweise matte Holzbuchstaben. Die haben wir an der Baby-Shower-Party angemalt. Also meine Freunde und Familie, die hier waren. Und wir haben dazu passend noch Emily. Das kommt dann quasi hier so drunter. Muss aber noch gemacht werden. Das kann man auf jeden Fall im neuen Jahr endlich mal in Angriff nehmen. Und diesen Schutzengel hat sie von meiner Freundin geschenkt gekriegt. Der hing, als sie geboren wurde, immer bei ihr am Kleiderschrank. Und jetzt hängt er hier vorne. Und alles, was ich euch jetzt zeige und auch finde, verlinke ich alles unten in der Infobox. Und ich habe auch noch eine Verlosung für euch. Also bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen. 5 AM and we are in trouble. But we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Also machen wir die Tür mal auf und gucken mal in das Reich der kleinen Prinzessin rein. Na, mein Schatz? Ich hoffe, mit den Lichtverhältnissen funktioniert das alles ganz gut. Und wenn man reinkommt, ich habe jetzt ja die Weitwinkelkamera, kann man eigentlich sehr... Was soll das, du kleiner Spaßvogel? Genau, damit fangen wir am besten an, mein Schatz. Diesen Tisch passend mit den Stühlen hat Hayley von uns zu Weihnachten gekriegt. Da ist ein Hund und eine Katze drauf. Ich glaube, es gibt nämlich unterschiedliche davon. Und das haben wir von IKEA. Sitzt du gut? Wir fanden weiß am besten, weil sie hat schon sehr viel in rosa und weiß ist halt immer ein sehr guter Kontrast und passt auch zu den anderen Möbeln, die wir im Zimmer haben. Mama, ne? Genau, mein Schatz. Bevor ich weitermache, wollte ich an dieser Stelle nochmal kurz loswerden. Wir räumen Hayleys Kinderzimmer jeden Abend auf, weil ich finde es vom Gefühl her einfach schöner zu wissen, wenn das Kind morgens aufwacht und dann in sein Zimmer geht, dass alles aufgeräumt und picobello ist. Ich liebe dieses Gefühl selber ja auch und sie hat dann umso mehr Spaß, wieder alles aus den Regalen rauszureißen. Und dementsprechend, wir sind ja schon ein bisschen wach, ist es natürlich hier kein Showroom, sondern ein Kinderzimmer. Und deswegen liegt hier überall Spielzeug rum. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Macht Hayley Musik, Mäuschen? Oh, klasse! Hayley zeigt uns jetzt gleich schon, wo es weitergeht. Nämlich mit dem Kinderbettchen. Genau, und die Bettwäsche und alles, was dazugehört. Dieses Bett haben wir von IKEA. Das hat diese typische Wolkenform. Dazu gibt es ja auch den Kleiderschrank, den haben wir zum Beispiel auch. Dann gibt es davon Regale und die Wickelkommode, die haben wir ja auch, du kleiner Klettermax. Als Hayley noch ein Baby war, konnte man das hier unten verstellen. Also man konnte die Matratze hier einsetzen, da wo der Punkt ist, dass sie höher liegen auf jeden Fall. Wir mussten es relativ fix schon nach unten machen, weil Hayley wirklich, was das Klettern und Bewegen angeht, sehr, sehr schnell ist. Und du freust dich? Kuckuck. Das Nestchen in Weiß mit rosa Sternchen habe ich von Amazon bestellt gehabt. Die Matratze ist von Babyartikel. Die Bettwäsche, also der Überzug, ist von IKEA. Fand ich super süß. Mit rosanen Wolken und grauen Sternchen. Und dazu passend das Bettlaken in rosa mit weißen Wolken. Und das Kopfkissen auch. Also ganz, ganz niedlich. Das Innenleben habe ich von Amazon. Da war mir ganz wichtig, dass es Allergiker geeignet ist. Und ökologisch auch von den Stoffen, dass das nicht irgendwie so ein Chemiebomben-Ding ist. Was ich schade finde an dem Bett von IKEA ist, dass man die Stäbchen nicht rausnehmen kann. Wir sind sogar schon am Überlegen, ob wir eventuell, wenn es nachher soweit ist, dass sie raussehen. Mal gucken, ob wir das machen oder auch nicht. Und dann, wonach ich immer gefragt werde, seit wir das haben, ist dieses Wandtattoo. Wenn aus Liebe leben wird, erhält das Glück einen Namen. Hayley Emily, 13.10.2015. Das haben Ralf und ich an einem Abend, ich glaube, wir haben 2 Stunden gebraucht, weil es muss natürlich perfekt sein. Und der einzige Nachteil an so einem wunderschönen Wandtattoo, wenn man es irgendwie, wir haben es jetzt vom Bett ausgenommen, mittig nehmen, man kann nicht mehr so leicht umstellen. Dessen muss man sich auf jeden Fall bewusst sein. Das habe ich auch von Amazon
Und ich habe wirklich Wochen geguckt, was mir am besten gefällt. Aber von den Farben und auch von dem Spruch an sich habe ich mich sofort verliebt und fand es ultra schön. Und das macht total viel aus, weil gerade so die Sterne und Schmetterlinge sich in dem Kinderzimmer einfach andauernd widerspiegeln. Ich bin wirklich total zufrieden von der Qualität. Es war auch wirklich einfach anzubringen und es hält bombenfest. Es ist nichts abgegangen bisher oder irgendwie gerade an den Enden, wo es gerade so filigran und zart ist, ne, wo man immer denkt, gut, das reißt gleich. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, wie man es denn macht, aber ich fand es wirklich wunderschön und bin sehr, sehr zufrieden. Dann haben wir neben dem Bett von Hayley ein Bällebad stehen und das habe ich jetzt extra bewusst nicht nochmal aufgepumpt und ordentlich gemacht, denn das wollte ich dann gleich an der Stelle sagen. Ja, das müsst ihr auch jetzt gerne wissen, ne? Da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Mich hat sofort die Farbe angesprochen und auch von der Größe war es optimal. Aber da Hayley ja so eine kleine Knabberliese ist, ist das natürlich nicht so optimal, so ein Bällebad zu wählen, wo Luft reinkommt. Und deswegen, ja, wir werden das jetzt nochmal die Tage aufpumpen und gucken, wo das Loch jetzt genau ist und dann einmal flicken. Und die Bälle und auch das Bällebad an sich habe ich von Amazon. Und neben dem Bällebad direkt liegt so unser Hauptzentrum des Zimmers, der Eyecatcher schlechthin und auch wirklich Hayleys Lieblingsecke. Also da verbringt sie so, so viel Zeit drin und wir auch. Dieses Zelt haben wir auch von Amazon. Das ist rosa mit weißen Pünktchen und hat hier so eine Art Prinzessinnen-Moskitonetz. Die kann man alle aufmachen, dass es dann so runterhängt. Aber dadurch, dass sie ja immer rein und raus geht, haben wir es halt wie so eine Art Schlosstür mit festgebunden. Das ist ja auch nervig, wenn man da immer sich so durchwursteln muss. Innen drin, hoppala, sieht es so aus. Da haben wir große Kissen besorgt. Diese hier von Ikea. Da sind auch noch zwei, die bekommen noch Bezüge. Diesen Hasen hier, dieses Sitzkissen, habe ich euch auch schon mal gezeigt. Den hat Hayley von Oma zu Weihnachten gekriegt. Der ist von TK Maxx. Ich habe extra nochmal nachgefragt gehabt. Die Decke hier ist von Tausendkind. Hier sind ganz viele Decken drin, damit es schön kuschelig und muckelig ist. Dann haben wir hier noch eine rosane Decke, eine weiße Decke und nochmal eine weiße hinten drunter. Die sind alle von Kick. Ich kann euch die ja mal einmal zeigen. Genau, da ist so ein Hase drauf. Und auf der Rückseite ist die weiß und da sind auch ganz viele kleine Häschen drauf. Und die Bezüge von den Kissen, das sind Gardinen von Ikea. Da habe ich die Gardinen gekauft und meine Schwester hat dann die Kissenbezüge dazu genäht. Und die beiden fehlen noch, beziehungsweise ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die auch noch in Rosalie mache oder lieber in leichtem Rosa oder auch in Weiß lasse, dass es vom Kontrast besser ist. So sieht das Ganze von innen aus. Eine kleine Maus. Hier liegen wir immer, gucken Bücher, kuscheln, spielen und auch ihre Kuscheltiere-Ansammlung hat sie. Da haben wir diesen Korb hier, der ist von TK Maxx auch. So eine Spielkiste, auch wieder in den Farben so rosa, lila, Flieder, weiß. Und da sind alle ihre Stofftiere drin, also sehr, sehr praktisch. Und ich habe ihn bewusst hier jetzt hingestellt, weil hier die Heizung bei uns gleich ist. Und damit, wenn sie hier spielt und tobt und in den Kissen rumlümmelt, dass sie sich hier halt nicht stoßen kann. Und bis jetzt war das Teil wirklich sehr, sehr gut hingestellt. Das ist der Blick in den Sternenhimmel und ihr seht es hier oben schon gerade. Hayley ist momentan wirklich so ein kleiner Fuchs und reißt immer die Stäbe raus. Ist aber nicht weiter schlimm, da will sie es schon wieder machen. Nicht machen, Mäuschen, denn die Dinger sind wirklich sehr, sehr stabil. Ich bin mit dem Zelt ultra zufrieden, weil es qualitativ wirklich Bombe ist. Hayley hat hier schon so oft den Tarzan gespielt und sich rangehängt und ist hängen geblieben und hat das halbe Zelt, aua, mein Kehlkopf, auf den Boden geschmissen. Aber es hält alles aus und man kann die Stäbe einfach in so einem Stecksystem einfach immer ganz locker flockig wieder reinmachen. Und wenn Hayley irgendwann soweit ist und verstanden hat, dass man da nicht mehr dran rumzieht und rumturnt, möchte ich auf jeden Fall halt so einen Sternenhimmel machen und dann irgendwie eine ganz süße Lichterkette noch ranpupseln. Und dann, wenn es dunkel ist, wenn man dann Bücher liest, dass es noch gemütlicher ist. Aber so weit sind wir noch nicht. Ne, junges Fräulein? Du? Und so sieht das Ganze aus, wenn wir dann Bücher gucken, kuscheln und hier drin liegen und uns die Zeit vertreiben. Das ist wirklich so, so schön, gerade auch für uns Erwachsenen. Ja, Mama guckt, das ist ein Reh, mein Schatz, ein Reh.
Also ich kann es jedem nur ans Herz legen, dass es für Kinder wirklich... Ja, Entschuldigung, ein Eichhörnchen. Wirklich eine ganz, ganz tolle Höhle. Und ich selber, liege am liebsten hier drinnen. Neben dem Zelt haben wir dann direkt das Fenster. Und das sind die Gardinen, die wir halt umfunktioniert haben in Kissenbezüge. Den Blumentopf hier inklusive Blume haben wir auch vom IKEA. Das Rollo ist auch von IKEA. Hier möchte ich aber auf jeden Fall nochmal ein Verdunkelungsrollo haben. Die hat IKEA jetzt sogar auch gerade in einem wunderschönen Rosa, also perfekt. Und da kommt kein Licht durch. Und das finde ich sehr wichtig, dass es dunkel ist. Gerade auch Hayley, die muss immer in Dunkelheit schlafen. Die mag das nicht, wenn nur ein kleiner Lichtspalt zu sehen ist. Und wenn wir dann hier links rüber schwenken, haben wir einmal die Motte und ihren Kollegen da unten. Und das ist unsere neueste Errungenschaft hier. Das ist das Kallax-Regal von IKEA mit den Cubes drin. Ich weiß nicht, warum wir da nicht vorher drauf gekommen sind und das gekauft haben. Aber das ist die beste Investition in dem ganzen Zimmer gewesen, um Spielzeug unterzubringen, um nochmal eine schöne Ablagefläche zu haben. Gerade auch für die Sachen, wo sie nicht so ran soll, um hinten auch die ganzen Kabel zu verstecken. Gerade auch für mich ist diese Ablagefläche ideal für meinen Kaffee, den ich hier auch noch gerade stehen habe. Denn Hayley kommt hier überhaupt nicht an. Diesen Spiegel, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, den hatten wir, als das noch Ankleidezimmer und Bürozimmer war und Schminkzimmer, alles in einem. Und erst wollte ich den abnehmen, aber irgendwie hat mir das total gefallen und das hat das Ganze nochmal aufgelockert. Es vergrößert den Raum optisch und es passt halt auch von den Farben irgendwie trotzdem ideal. Deswegen habe ich gesagt, das soll bitte drin bleiben und es harmoniert einfach super. Hier haben wir jetzt eigentlich nur nochmal die Bilder hingemacht. Also das Zimmer ist noch nicht wirklich perfekt optimiert, dass wir sagen, jetzt ist es endgültig. Aber ich wollte es euch trotzdem jetzt schon zeigen. Wir brauchen noch Regale. Hier in die Ecke sammeln nachher noch so 2, 3 Regale, wo dann so Bilder raufkommen, das was jetzt hier halt ist. Was mir bei dem Kallax-Regal ganz wichtig war, ist, dass wir nicht alle Cubes vollknallen mit diesen Boxen, weil gerade dieses offene finde ich total schön, dass auch Hayley sich selber quasi bedienen kann, also sie kann die Cubes auch rausholen. Hier haben wir zum Beispiel Duplo drin, das wird sich bestimmt im Laufe der Zeit noch füllen. Und hier sind so Holzspielzeuge drin, so Puzzleteile, damit die nicht verloren gehen. Das Radio hier haben wir von Amazon, das war total ein Schnäppchen, das war total runtergesetzt. Ich glaube von 50 damals auf 20 oder 25 Euro und es passt natürlich von den Farben optimal. Radio, CD-Player, ich glaube, das hat sogar USB, also perfekt, das hört Hayley auch zu gerne, Musik und Tanz dann dazu, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Oder Kindergeschichten, zu Weihnachten war da immer die Weihnachtsmusik drin. Bilderrahmen sind alle von IKEA, das ist meine ehemalige Nachttischlampe und die ist auch von IKEA. Dann haben wir links von dem Kallax-Regal den Angel Care und den habe ich von meiner Patentante zur Babyshower-Party geschenkt bekommen. Zwischen Wickelkommode und dem Spiegel befindet sich neuerdings das Wandbild, was sich dreimal widerspiegelt in ihrem Zimmer. Das zeige ich euch gleich nochmal. Das habe ich netterweise zugeschickt bekommen. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt vor Monaten. Ich liebe es über alles. Von den Farben her, alleine der Spruch "In these moments, time stood still", das ist einfach perfekt mit den Sternchen, den Farben. Das sind halt einfach so die Initialien. Das ist so individuell einfach. Also wann wurde sie geboren, um wie viel Uhr, ihr Kopfumfang und so weiter und so fort. Was hat sie gewogen? Also großartig. Finde ich ganz, ganz toll. Und der Shop selber, ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Wunderbar. Jetzt sind wir quasi schon fast am Ende angelangt. Links vom Kallax-Regal und gegenüber von ihrem Bett steht die Wickelkommode. Die ist von IKEA mit dem Aufsatz. Das fand ich halt ganz cool, denn wenn sie nicht mehr gewickelt wird und nachher halt einfach nur als Kinderzimmer das Ganze genutzt wird, kann man Seiten abschrauben und dann hat man wirklich wie so ein Schränkchen oder eben eine Kommode, die sie dann nutzen kann in ihrem Zimmer. Und hier, wie ich vorhin schon erwähnt habe, spiegelt sich hier dieses Wölkchenthema wieder und ich finde das einfach zuckersüß und halt auch die Farbe. Ich mag halt weiß in Kontrast mit anderen Farben und das kann man halt jahrelang benutzen. Qualitativ bin ich davon auch sehr begeistert. Das Einzige, was ich halt nicht so schön fand als Hintergrund, war die Innenwand. Dieses Kissen müsste euch jetzt auch gerade bekannt vorkommen. Das ist nämlich das zweite Thema zu dem Wandbild. Das ist das gleiche, nur als Kissenform und ich finde es so, so schön. Das ist so ein toller Blickfang hier auf der Wickelkommode. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt und abgefilmt in meiner Baby-Erstausstattung. Das ist die Wickelauflage unter Bezug von 1000 Kind.
Und hier haben wir nochmal eine wasserdichte Auflage. Ich glaube, die ist von Rossmann. Und drunter nochmal eine Decke von Kick, die auch in dem Zeltchen liegen, damit sie es hier auch schön weich drauf hat. Diese drei Behälter hier sind auch von IKEA. Die sind super praktisch für Wasser, für dreckige Windeln, zum Ablegen erstmal für Taschentücher, so kleine Müllbehälter. Übrigens, jetzt wo ich hier schon mal so in den Raum zeige, diese beiden Teppiche, das sind zwei Stück an der Zahl. Dieser riesengroße, auf dem ich mich jetzt gerade befinde, geht bis hier und bis zur Wand. Ich glaube, der ist 1,80 und der andere da hinten ist 1,20. Der große ist von Amazon und war ein mega Schnäppchen. Und den kleinen Teppich haben wir im Angebot bei Poco gekauft. Und links von der Wickelkommode passend der Kleiderschrank zu dem Zimmer von IKEA. Auch wieder mit dem Wölkchen-Thema. Das ist noch ein Sternchen von dem Wandtattoo. Irgendwie, ja, wollte ich das dahin haben. Die Knöpfe wollte ich schon ewig und drei Tage ausgetauscht haben, denn die finde ich ganz, ganz schrecklich irgendwie. Ich finde, die passen null an diesen Schrank. Das werde ich mal demnächst in Angriff nehmen. Irgendwie was Rosanes mit einem weißen Stern oder so. Hier oben habe ich jetzt gerade nur die aktuellen Medikamente. Da oben ist noch die Babybadewanne und mein Babybauchgips. Und hinter der Tür sozusagen haben wir hier einmal einen Haken für ihr Handtuch. Da haben wir hier diesen großen Spieleaufbewahrungssack, den ich auch im Zelt euch gerade gezeigt habe, mit dem gleichen Muster. War auch vorher Spielzeug drin, aber jetzt haben wir das Kallax, deswegen haben wir hier Platz genug. Ich habe jetzt hier reingepackt den Wäschekorb von Hayley. Den haben wir aus dem Bauhaus mal ergattert. Der ist irgendwie aus dem Sortiment, glaube ich, gegangen. Deswegen war da, ich meine, von 50 oder 30 Euro auf, haltet euch fest, 5 Euro reduziert. Und man kann ihn halt auch als Sitz benutzen. Das hier ist mein Nachttisch, umstrukturiert, ja, in so einen Aufbewahrungs Teilchen. Oben steht meine Wickeltasche, unten stehen ihre Windeln und hier drin, was total gesichert ist, ist ihr kleines Medizinschränkchen auch nochmal hier aufbewahrt. Steckdosensicherung, Maßband noch von früher, Nagelscheren-Set, Topfgummis, Fieberthermometer, alles was man halt so braucht, nur was die Kleinen nicht in die Finger kriegen sollten. Und unten haben wir dann immer hier ihre Schühchen stehen. Und diesen Türstopper hier habe ich vom dänischen Bettenlager, den hatte ich vorher fürs Wohnzimmer, aber da die Tür immer, ja, ihr seht es ja, von alleine zugeht, fand ich das total doof. Und habe den jetzt fürs Kinderzimmer genommen und passt natürlich mit dem Sternchen optimal wieder. Und über der Tür haben wir diese Uhr. Ich wollte eine ganz schlichte, ohne irgendwie Mickey Mouse oder irgendwelche Disney-Figuren drauf, damit man die halt jahrelang benutzen kann. Und die ist einfach schlicht weiß. Das ist eine Funkuhr. Die ist auch von Amazon gewesen. Und passend zu dem Wandbild und zu dem Kissen haben wir auch die Lampe netterweise zugeschickt bekommen. Passt hier wirklich rein wie die Faust aufs Auge und ist so mein persönliches Highlight. Ich finde die so, so schön. Individuell, total für uns gemacht. Also ganz großes Kino. Das war die Kinderzimmer-Room-Tour. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und vor allem sind jetzt alle Fragen, die so lange offen standen, beantwortet. Wenn ich doch noch was vergessen habe, schreibt es in die Kommentare, dann werde ich das nachträglich beantworten und ich werde auch versuchen und mir Mühe geben, wirklich alles, was ich erwähnt habe, unten in die Infobox setzen, wobei schon einiges unten drin steht. Und lasst mich natürlich im Feedback wissen, möchtet ihr ein separates Video zu ihrem Wickeltisch, die Organisation, was benutze ich, Pflegesachen und so weiter. Möchtet ihr ein separates Video zu ihrem Kleiderschrank? Möchtet ihr ein Video nur über ihr Spielzeug? Was hat sie? Was war ein Fehlkauf? Was sind ihre Lieblingsspielzeuge? Und, und. Und nun komme ich zu der Verlosung. Darauf warten bestimmt jetzt schon einige ganz gespannt. Und ich freue mich total, dass ich es verlosen darf. Ich kann nämlich einen 50-Euro-Gutschein von dem Shop Omama Shop, wo die Lampe her ist, das Kissen und das Wandbild, an einen von euch da draußen verlosen. Und darüber freue ich mich ganz, ganz dolle. Wie könnt ihr den 50-Euro-Gutschein gewinnen? Wie auch in meinem anderen Video. Ich möchte nicht viel. Natürlich freue ich mich, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Ich freue mich, wenn ihr Abonnent des Kanals seid. Und noch viel mehr freue ich mich, wenn ihr den Hashtag benutzt, ich möchte gewinnen, weil, und mir halt schreibt, warum. Alle Informationen findet ihr ansonsten in der Infobox. Und nun wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Stöbern. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Mm.